Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Die EZB hat gestern die Füße stillgehalten. Der Euro stieg daraufhin deutlich über die Marke von 1,20 und der DAX bewegte sich ebenfalls auf hohem Niveau. Bereits vor der Pressekonferenz von Mario Draghi zog der Leitindex kräftig an. Der DAX konnte zwar nicht alle Gewinne halten, am Ende stand aber trotzdem ein starkes Plus von 0,7%, Schlussstand 12.297 Punkte. Ja, wir blicken jetzt nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke, denn wir wollen natürlich wissen, wie gehen wir in den letzten Handelstag. Franziska, was sind denn die Vorgaben für den DAX? Ja, Mario Draghi hat letztlich gestern geliefert, dass nämlich, dass die lockere Geldpolitik weiter so Bestand haben wird. Das Anleihekaufprogramm, das wird zunächst einmal nicht zurückgefahren und somit hat man hier wieder Feuer freigegeben sozusagen. Aber das hat natürlich auch den Euro beflügelt. Der ist auf dem höchsten Stand seit Anfang 2015. Das heißt, es geht dort Richtung 1 US-Dollar 21 Marke. Und genau das ist der bremsende Faktor jetzt für den Gesamtmarkt. Deswegen konnten wir gestern auch nicht noch größere Gewinne einfahren und eben die 12.300 Punkte Marke hinter uns lassen. Die dürfte aber heute dann ein Thema sein. Und sollte man das nachhaltig tatsächlich schaffen, ja, dann wäre der Weg auch natürlich frei für weitere Kursgewinne. Denn zuletzt waren wir in dieser Spanne zwischen 12 und 12.300 Punkten gefangen. Die Vorgaben von Seiten der USA nicht so richtig viel sagen. Der Dow nahezu unverändert unterwegs. Die schwelenden Nordkorea-Spannung und eben auch Hurricane Irma ein Belastungsfaktor von Seiten der asiatischen Märkte. Da bekommen wir uneinheitliche Vorgaben. Während der Nikkei verliert, kann Hang Seng und Shanghai Composite zulegen. Franziska, vielen herzlichen Dank. Ja, soweit der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir jetzt zur Marktidee und die ist heute Aixtron. Die Aktie war gestern mit Abstand stärkster Wert im ohnehin starken Tech-DAX und für Aufwind sorgte gestern eine Analystenstudie. Das Papier legte über 11% zu. Damit erreichte der Kurs gleichzeitig ein neues Zweijahreshoch. Jetzt steht eine wichtige Widerstandszone im Fokus. Eine ausführliche Chartanalyse, die finden Sie unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.